Schalte durch. Jetzt freue ich mich sehr, dass ich ein weiteres Mitglied des Bundestages ankündigen kann, von der FDP, Alexander Kulitz. Muss nicht einer Meinung sein mit Julian Assange, geschweige denn die Methoden, die WikiLeaks und Julian Assange anwenden, jedenfalls. Dennoch gilt für ihn wie für jeden anderen Menschen, er muss die Chance auf ein unabhängiges und vorurteilsfreies Verfahren haben. Wir machen uns nicht glaubhaft, wenn wir Drittstaaten wie China, Russland oder auch Saudi-Arabien für seine Menschenrechtsverletzungen und fehlende Rechtsstaatlichkeit kritisieren, es dann aber nicht schaffen, mit unseren engsten Partnern, wie beispielsweise Großbritannien, die Rechtsstaatlichkeit in den eigenen Ländern aufrechtzuerhalten. Es ist daher auch Aufgabe von uns in Deutschland, insbesondere des Außenministers Heiko Maas, das Verfahren um Julian Assange sehr eng zu begleiten und zu beobachten und da, wo wir Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit feststellen, diese unseren britischen Freunden auch kritisch mitzugeben. Es kann nicht angehen. Ist, auch wenn dieses Verfahren nichts mit deutschen Rechtsthemen zu tun hat, dennoch ist es unsere Aufgabe, das genau zu beobachten, und zwar alleine aus dem Punkt raus, wir können uns keine Doppelmoral leisten. Wenn wir Drittstaaten zu Recht kritisieren, dann kann das nur glaubhaft sein, wenn wir uns an die Prinzipien halten. Daher auch bitte ich die lieben Freunde in Großbritannien, sich ganz penibel an die eigenen Statuten und die eigenen Prinzipien zu halten. Alles andere wäre nicht tragbar, dafür setze ich mich auch gerne ein. Herzliche Grüße, Ihr Alexander Kulitz.